So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir die Ranel-Spitze erklommen, den Turm aktiviert, das Purapet erweitert und so weiter und so fort. Und sind jetzt schlussendlich in einem Schrein gelandet, der wieder so ein Schrein ist. Oh je, okay. Hi. Okay, also ich habe da schon eine Vermutung. Aber mir scheint, man kommt hier gar nicht rein, ohne aufzufallen. Kann das sein? Mann! Der guckt immer in meine Richtung, oder was? Ah, scheiße. Ich habe gar keinen anderen. Also ich komme hier nicht anders rein. Ja, den kriege ich auch nicht klein so. Ja gut. Das eh nicht geht. Dann. Okay, der hat eine crazy Waffe. Hält recht viel aus, das ist nicht gut. Okay, aber so viel dann auch nicht. Gut. Sehr gut, jetzt haben wir die crazy Waffe. Hier verstecken komme ich hier eh nicht durch. Also okay, da war gar nichts drin. Oh, Bruder. Tschüss. Ah. Okay, der Typ schießt mit Schilden. Schilden. Hier oben sind Raketen. Okay. Interessant. Mehr Raketen. Sehr interessant. Doch mal ein bisschen Synthese hier. Und damit hätte ich auch Synthese machen können. Ja, das ist natürlich nicht so sinnvoll. Habe ich noch was mutig Synthese? Nee, kann ich gerade nicht. Okay. Egal. Mir scheint, die Mission ist nicht so schlimm wie die anderen in der Form.
Aber der Schild ist schon fast kaputt. Habe ich noch einen anderen Schild? Ja! Ja, das ist nämlich der beste Schild überhaupt. Dann können wir trotzdem den anderen Schild nochmal verbessern. Nein, ich will... Sehr gut. Okay. Nee. Ich hasse diese Taste. Und theoretisch hätte man so auch noch ein paar Sachen zum so Pfeile verbessern und sowas. Also so viele sind ja aber auch gar nicht mehr jetzt hier. Es dürfte doch jetzt laufen, wenn wir da rückwärts runtergehen. Guck mal, da fährt einer durch die Gegend. Der kriegt einfach mal einen Feuerpfeil in die Fresse. Oh, hier wäre sogar die Möglichkeit, okay. Das war cool. Das war ja ein schöner Abflug. Wow. Also der Abflug war ja filmreif. Tschüss. Na, dann haben wir es ja gleich. Dann haben wir es ja gleich. So. Da unten hätte man wahrscheinlich wieder sich ganz krasse Waffen holen können, aber das braucht mir diesmal alles gar nicht. Scheiße. Oh, Bruder. Aber vielleicht sollte ich gerade mal was essen. Ich habe nichts zum Essen. Das ist schlecht. Okay, das ist nichts zu essen, aber ist echt schlecht. Keine Pfeile mehr, das ist auch schlecht. So, die zwei sind noch übrig, ja? Okay, was ist da drin? Das sind so Raketenteile. Okay, aber warum? Also, was will ich mit denen? Mann, das ist jetzt echt energietechnisch nicht so geil. Kriegen wir noch irgendwo Pfeile? Das sind alles keine Pfeile. Das ist ein Pfeil. Nee, Mann! Komm doch her! So. Wir machen das anders. Ich weiß auch schon wie.
Ach, Scheiße, daneben. Ah. Also der eine kann schießen. Der da. Ich kann es halt nicht, ich sehe das halt nicht. Na gut, egal. Sollte reichen, um ihn abzulenken. Shit. Shit. Da haben wir noch ein paar Kisten. Nee, ist gar keine Kiste. Ah, Mann, wie kriege ich die denn jetzt noch weg? Meine leicht geringe Energie ist problematisch. Ich meine, ich kann auch mal den hier versuchen. Oh mein Gott, das funktioniert. Das funktioniert. Geil. Die Raketenlanze war die Rettung. Sehr cool. Okay, nice. Sehr nice. Ist hier was Wichtiges drin? Wow. Hier ist überhaupt nichts Wichtiges drin, kann das sein? Ne, ich glaube, ich hätte gar nicht runtergemusst. Ah, stabil. Okay, ab nach oben. Ah, da sind die Raketen ja echt crazy. So zum Werfen ist das sehr stark. Muss man mal gestehen. Ja, das reicht jetzt wieder nicht, ne? Ah! Hey, wir hatten noch gerade eine Stelle, an der es ging. Ja, hier war's. Mann, mach jetzt nicht diesen. Da war's wieder. Bitte, geht doch. Sehr schön. Ja, dann Abflug. Dann Abflug. Naja, es hat trotzdem lang genug gedauert, der Schrein. Also es war schon gut, dass wir den Part beendet haben. Juhu! So. Hervorragend. So, dann wurde uns im letzten Part gesagt von der Göttinnenstatue, dass sie zu der anderen Göttinnenstatue in einer tiefen Schlucht keine Verbindung mehr hat. Ich gehe davon aus, dass damit der Untergrund gemeint ist. Und hier ist auch schon zum Untergrund, na, ein Dings. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal darunter und werden sehen, ob wir da schlauer werden. Weil da ist es auch schon. Das Untergrundding. Da bin ich mal gespannt.
Oder ob damit eine andere Schlucht gemeint ist. Wir werden sehen. Ja, Abflug. Okay, wir landen auch direkt an einem Ort, wo die Dinger sind. Ja, da ist direkt unser Objekt der Begierde. Oh, sehr, sehr praktisch. So. Okay, was haben wir denn jetzt hier Hübsches? Und in welche Richtung ist diese eine Statue gewesen? Da in die Richtung. Also eigentlich sind wir ganz gut unterwegs. Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir finden. Also ich will jetzt praktisch an den Ort, der unterhalb der Quelle ist, und dann hoffe ich, dass ich da fündig werde. Wir werden sehen, ob wir fündig werden oder nicht. 412 Leuchtsamen. Ich glaube, wir können den ganzen Untergrund erhellen. Oh, hier wird es aber ganz schön Plasma. Na, wie heißt das Zeug? Miasmaartig. Wir rutschen bitte nicht auf das Miasma drauf. Weiter hoch. Ja, hier oben ist kein Miasma. Gut. Sehr schön. Okay, was ist denn hier? Nix. Nichts, das ist nichts. Okay. Das hat sich so secretartig angefühlt. Aber es war am Ende nichts. Bruder, warum ist jetzt so viel Miasma? Ist einfach eine einsames kleines Örli. Noch ein einsames. Okay, hier sind ein paar mehr einsame Örlichter, die nicht mehr einsam sind. Alles klar. Oh, da ist die nächste Dings. Sehr gut. Da gehen wir doch direkt mal hin. Aber direkt. Nice. Jo, hier ist auf jeden Fall was Interessantes. Und zwar so ein Alpha-Turm, ne? Ne, hier ist gar kein Turm. Ich dachte, hier ist so ein Kampfding.
scheinbar nicht. Aber wir wollten ja zu der Wurzel. Wo ist die Wurzel? Da ist die Wurzel. Die Frage ist nur, kommen wir zu der Wurzel rüber? Ohne großen Stress. Oder ist das jetzt wieder so ein Ding, wo ich erstmal ewig weit nach unten muss? Oh, nice. Mehr Sonanium für uns. Sehr gut. Doch, das sieht doch gut aus bezüglich der Wurzel. Das sieht doch sehr gut aus. Dann ist das wahrscheinlich der andere Schrein, den wir gesehen haben. Also die Wurzel zu dem anderen Schrein, den wir gesehen hatten. Das war ja auch da in der Nähe von dem Feld. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, wir sind gleich... Ah, perfekt. Perfektico. Wunderbar. Nehmen wir die auch noch mit. Nice. Wunderbar. So, in welche Richtung muss ich? Oh. Das nicht ganz, wo ich hin wollte. Huch. Da bin ich ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen, scheinbar. Das ist ja ärgerlich. Oh, das ist auch ärgerlich. Wie ist das denn jetzt passiert? Ich war doch... Hä? Ich bin ja völlig falsch gelaufen. Also jetzt gucke ich in die richtige Richtung. In die Richtung muss ich. Ja, moin. Na gut, dann können wir jetzt mal gucken, was das hier ist. Ach, das ist doch so ein Ziel. Siehst du, ich wusste es doch. Das machen wir jetzt aber nicht. Damit kostet mich nur wieder Zeit. Aber ich könnte es kurz fotografieren. Haben wir schon. Ist besser, okay. Hä, ist da gleich noch eine Wurzel? Sag nicht, das ist die, die ich vorhin ausgelöst habe und ich bin hier einfach einmal... Nee, oder? Ich bin jetzt nicht einfach einmal hier außen rum und hätte einfach darüber gekonnt. Das ist die, wo ich angefangen habe, ne? Das ist die Wurzel, wo ich ange... Ich habe hier gestartet. Bin hier los. Bin hier rum. Bin hier rum. Bin hier rüber. Deswegen war mein Anfangsweg auch richtig. Na, meine Anfangsrichtung... Also hier längs... Die Anfangsrichtung war an sich nicht so verkehrt. Aber dann habe ich mich zu sehr an der Wand orientiert. Oh mein Gott, wow. Ja, das war... Ja, ne? Das hier war meine Anfangsrichtung. Die war voll super. Die war voll super als Anfangsrichtung. Und dann habe ich mich an dieser Wand plötzlich orientiert und bin einmal außenrum. Geil. Also dann bleiben wir jetzt richtungstechnisch
in dieser Richtung auch. Ich will da nicht runter, da hat es nirgendwo geleuchtet. Hilfe. Das war nicht der Plan. Okay, hier hat es jetzt geleuchtet. Was ist jetzt los? Alles klar. Exalfossen sind hier gespawnt. Achso, Knochen-Exalfoss-Teile, okay. Ja, die können sich gleich verziehen. So, richtungstechnisch müssen wir hier weiter, ne? Ja. Ah, da ist die andere auch gelandet. Okay. Doch, hier ist die Statue. Ich wusste es doch. Hier wollte ich hin. Perfekt. Partziel erreicht. Jo, das ist das erste Mal, dass wir mit Wasser... Oh mein Gott. Dass wir mit Wasser konfrontiert werden. Hallo, mach mal langsam, Kollege. Beten. Du, der du mich ansprichst, bring sie mir. Bring mir jene Seelen, die in die Welt jenseits der deinen zurückkehren sollen. Irrlichter sind es, von denen ich spreche. Verlorene Seelen, die in dieser fremden Welt den Segen nach Hause, den Weg nach Hause suchen. Okay, also hier kann ich jetzt meine Irrlichter endlich mal loswerden. Es scheint meinen Brüdern bereits begegnet. So bitte ich dich um ein wenig Geduld. Meine Macht und die meiner Brüder erschuf das Gewand der Finsternis. Bring mir ein angemessenes Opfer dar, um dieser Gabe habhaft zu werden. So, also wir brauchen das alles nicht. Das brauchen wir, Dunkelgewand. Nee, habe ich schon eins. Gewand der Finsternis habe ich nicht. Miasmaschutz. Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlicht erhaltenes Gewand, dem Anschein nach aus dem Material von Mann. Steigert die Resistenz gegen Miasma. Ja, let's go. Und was haben wir dann noch hier? 400! Unheilsreiterstiefel. Und was haben wir dann noch hier? Okay, Zauberstab brauche ich nicht. Warum sollte man sowas kaufen? Warum sollte man für 100 das kaufen? Das ist doch... Das sind 300. Warum sollte man den Quatsch ausgeben? Also, aber das hier halt, ne? Das sind 400 Irrlichter. Holy shit. Ja, let's go. Dann halt her damit. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich die irgendwie anders bekommen kann. Und das jetzt hier totaler Scam ist. Weil die Zauberstäbe werden ja kompletter Scam. Okay. Das haben wir schon. Suche meine Brüder auf in diesen Landen. Ich hatte ja schon mal einen gefunden und der wollte aber damals noch nicht. Vielleicht will der jetzt ja. Gelingt dir dies, so werde ich dich mit weiteren Gaben belohnen. Okay. So, aber jetzt muss ich mal gut gucken, was jetzt hier Sache ist. Weil mir scheint jetzt nicht... Ja, das ist ja eine Magierstatue, ne? Das hat ja nichts mit dieser Göttinnen-Quest zu tun. Wo war das denn? Oh Gott. Da, Statue der Göttin der Weisheit. Die Statue der Göttin ist bei der Quelle der Weisheit ist besonders, dass die Prinz in der tiefen Schlucht nicht mehr spüren kann. Das hätte ich gebeten, um da... Ja. Muttergöttinnenstatue... Also das ist nicht die Magierstatue, glaube ich. Also ich denke, hier ist schon noch mehr, was man machen kann. Aber auf jeden Fall cool, dass die auch hier ist.
Ich meine, dann können wir die ja auch mal anziehen, ne? Jetzt haben wir Miasma-Schutz. Sehr gut. Ein bisschen in die Richtung, ne? Ja. Oh. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ne, hier will ich nicht hoch. Dann gehen wir einmal wieder außen rum. Ja, das schon eher. Warum bist du gleich wieder? Was ist jetzt passiert? Ach, weil das im Wasser ist, oder was? Ah ja, okay. Ist hier überall Wasser? Ah ja. Ah ja, okay, hier kommt der Wasserfall runter. Von da oben, ne? Ja. Jetzt wäre es wieder interessant zu wissen, ob hinter dem Wasserfall was ist. Und wo das Wasser herkommt. Okay, hier geht's nicht rein. Aber wir sind jetzt jedenfalls direkt unter der Quelle der Weisheit. So. So viel kann man festhalten. Die lassen einen dann nicht hoch. Man sieht halt so wenig hier unten. Versuch mal hinter den Wasserfall zu kommen. Ja, das ist erstaunlich ereignislos gewesen. Nee, hier ist nix. Schade. LOL. Ja, natürlich geht das kaputt. Du sollst ja auch nicht am Wasser zerschellen. Was war das denn für eine Idee?
So. Es wird langsam etwas heller hier. Aber so viel schlauer bin ich jetzt noch nicht aus der Geschichte hier geworden. Ich meine, wie gesagt, vielleicht ist ja hier auch nicht diese Statue, aber wenn das hier schon extra als Ort angegeben wird, so Quelle der Weisheit, dann wird es da doch nicht nur um diese Magierstatue gehen, oder? Ah, hat mich jetzt diese Kleidung gerade davor geschützt, dass mein richtiges Herz weggeht? Das ist ja auch interessant. Manche sind immer so Löcher, wo man denkt, da geht es dann irgendwie weiter, da kommt so ein Gang und dann ist da einfach nichts. Was soll das denn? Aber jetzt haben wir auch mal gesehen, wie der Miasma-Schutz funktioniert. Sehr cool. Oder am Ende ist es genau das und wir könnten jetzt schon wieder zu der Göttinnenstatue zurück, aber normalerweise würde sich die Quest doch dann aktualisieren auch, ne? Normalerweise würde sich die Quest doch aktualisieren. Wieder so eine Waffe. Warum habe ich so viel Gegnermusik? Da ist die Statue. Wart ihr die Gegnermusik? Ich glaube, ihr wart die Gegnermusik. Okay, kriegen wir jetzt raus, wo das Wasser herkommt? Oder kommt es einfach daher? Ah, das kommt einfach hierher wahrscheinlich. Ja, okay, nee, da kann ich dem Wasser kann ich nicht folgen, ist in Ordnung. Ha. Bisschen mehr in die Richtung theoretisch. Mehr in die Richtung. Da leuchtet's. Mine. Say what now? Alter! Ja, gib her! Oh, das war dann auch das. Ich dachte, es wird ein Durchgang, aber ist gar kein Durchgang. Hä, aber Mine im Ranelltal. Ich dachte, wir haben schon alle Minen. Ich bin confused. Ich bin sehr confused.
Oh, nice. Hier geht's ja richtig ab bezüglich Sonanium. Sehr, sehr cool. Okay. Ah, hier ist die Mine. So, die Mine ist jetzt aber tatsächlich exakt unter der Quelle. Oder? Oh, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Truhe. Da sage ich nicht nein. Alter! Was geht hier ab? Shish. Crazy. Okay, die kann ich doch bestimmt wieder irgendwo einschalten auch. Das ist irgendwie nur so eine kleine. Achso, es gibt Zentralminen und es gibt wahrscheinlich normale Minen, ne? Das ist wahrscheinlich eine normale kleine Mine. Also cool, was wir hier unten finden, aber nicht, was ich gehofft hatte. Ha. Huh. Also, wenn ich jetzt ganz gerade genau so laufe, dann laufe ich sozusagen einmal genau unter der Quelle durch, ne? Oh, hier ist noch mehr Stuff. Ja, sick. Ja, sick. Und da ist wieder das Wasser. Wenn ich jetzt halt wüsste, ob ich hier noch irgendwas finden muss, das ist jetzt halt meine Hauptfrage. Muss ich hier noch was finden oder habe ich alles gefunden, was ich finden kann? Ja, das ist der Punkt, mit dem ich mir nicht sicher bin. Gibt es hier noch mehr? Also zum Beispiel auch eben so einen Bauplan oder sowas, ne? Oder ist das alles, was man an der Mine, von der Mine her finden konnte? Das weiß ich halt nicht. Das weiß ich halt nicht. Sollte ja vermuten, dass so eine Mine größer ist. Wie gesagt, vielleicht ist es halt auch nur eine kleine Mine.
Dann gehen wir mal in die Richtung hoch. Urquelle dabei. Jetzt kriegt es nochmal als neues Dings oder was? Aber das hat er doch vorhin schon gesagt. Dann gehen wir mal hier hoch jetzt. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich hier richtig bin. Also richtig auf jeden Fall, weil Urquelle der Weisheit, ne? So. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber wo genau ich jetzt hin muss, das ist die Frage. Ich meine, ist es die Statue? Ist das das, worum es hier geht? Oder gibt es hier halt noch mehr? Ich glaube, jetzt bin ich wieder bei der Statue, kann das sein? Ja, und bei der Statue ist dieses Urquell der Weisheit. Und da hoch komme ich nicht, also da, wo die Quelle wirklich, also da, wo, ne, so. Das hier ist dieses Urquell der Weisheit. Und da hoch geht's nicht. Nee. Das ist wieder so eine Formation, die einfach nicht erreichbar ist. Und da ist die Mine. Das ist einfach hier einmal außen rum. Dann habe ich doch jetzt alles gesehen. Das ist schon wieder so ein gefährliches... Guck mal, das ist schon wieder so ein Loch, wo man denkt, hey, da ist was, und dann ist da einfach gar nichts. Ich bin verwirrt. Ich kann hier vorlaufen zu dem Ding. Und das war's dann. Nee, da ist keine Göttinnenstatue. Nee, also glaube ich irgendwie nicht so dran. Ich hab halt jetzt aber auch keinen Teleport hier hin, ne? Da Urquelle der Weisheit. Und die andere Statue war, wo war die? Die hatten wir doch auch schon. Da war eine. Aber die ist auch schon wieder wo, ganz woanders. Hä? Ist das noch alles riesig? Ach, hier genau, bei der Zentralmine. Da war so eine Statue. Was ärgert mich jetzt, dass ich hier nicht einen Teleport hin habe? Wenn ich hier hin will. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht so weit weg von dem, aber... Ich hätte schon noch gern irgendwas gefunden. Was mir diesbezüglich weiterhilft. Aber so wirklich?
so wirklich. Es war cool, was wir gefunden haben, gar keine Frage. Es war halt nur nicht das, was ich erwartet habe. Schadet hoch. So. Da ist nochmal so ein Ding. Brauche ich jetzt auch nicht. Unbedingt. Ja gut, das ist die Wurzel, wo wir hergekommen sind. Die ist schon relativ nah hier. Also, so weit ist die gar nicht weg. Ha. Huh. Ja, nur ein blödes Gegnerlager. Kein Interesse an euch. Ha. Was Cooles sieht nicht so aus, ne? Nee, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie glücklich werde. Nee, das wirkt alles sehr komisch. Da noch weiter hochzugehen. Oh. Ach, die Drecksdinger. Na gut, mehr Irrlichter sind ja auch nicht schlecht. Aber das alles nicht so ergiebig jetzt hier oben. Da ist eine Wurzel. Ich wollte hier nicht runter. Die ganze Wurzel ist verdingst, oder was? Boah, hab ich gerade erschrocken. Ja, Tatsache. Holy shit, okay. Das ist neu. Das ist neu, dass Wurzeln das können. Oh je. Na ja, komm, scheiß drauf. Wenn wir schon die Irrlichter sehen, nehmen wir sie noch mit. Ah,
Aber ich denke, hier ist sonst nichts weiter, was ich irgendwie gewinnbringend. Cool. Was ich irgendwie gewinnbringend entdecken könnte. Gleich wieder unten. Ach nett. Die habe ich ausgelöst, oder? Nee, oder? Oder? Nerv mich nicht. So, habe ich die ausgelöst? Ist das die? Das wäre schon ganz schön weit weg, aber ja, kann sein. Ja, gut. Ach, hier sind überall jetzt Gegner. Ach, nee. Also mir scheint, das ist hier alles, was man finden kann. Ich glaube, das hat mit der Quest nichts zu tun. Ich glaube, das hat mit der Quest hier unten nichts zu tun. Ich weiß es nicht, aber ich würde mir wünschen, dass die deutlicher machen, wenn hier wirklich was Wichtiges wäre. Weil, also, keine Ahnung, ne? Das ist jetzt... schon so ein bisschen merkwürdig. Wenn hier gar nichts ist. Nee, ist okay. Ich denke, wir belassen es dabei. Wir haben die Magierstatue gefunden. Wir gucken uns dann wohl mal eher oben auf der Oberwelt nach dieser Göttinnenstatue um. Das scheint mir nicht ganz der richtige Riecher hier gewesen zu sein. Ja, da, Urquelle der Weisheit. Also das ist halt schon die Statue an sich wahrscheinlich. Das wird halt einfach nur die Statue an sich sein. Und was anderes ist hier nicht zu finden. Hinterm Wasserfall war ich, habe ich geguckt. Ich habe genug ausprobiert. Wir gehen mal wieder an die Oberwelt. Und schauen mal, ob wir der Statue irgendwas erzählen können. Aber ich glaube es nicht, weil es eine andere Statue... Also die Magierstatue kann nicht die Göttinnenstatue sein. Das glaube ich nicht. Von welcher Schlucht redet die dann? Von welcher Schlucht redet die? Oh, es ist kalt, ja. Moment. Von welcher Schlucht redest du? Die Muttergöttinnenstatue in der tiefen Schlucht. Ich vermag sie nicht mehr zu spüren. Es ist, als wäre sie verschwunden. Geh zu ihr. Die Muttergöttinnenstatue in der tiefen Schlucht. Ja, Bruder. Was für eine Schlucht. Ranelgebirge, Madonnaberg, Madornaberg. In der tiefen Schlucht. Neidra Schneefeld, Abgrund, See der Läuterung.
Gibt's hier irgendwas, was Schlucht heißt? Ranelklippen. Ranelplateau. Also ein bisschen was hat das hier was von der Schlucht, na? Das hier könnte schon ein Ort für eine Statue sein. Dann würde ich mich doch da mal hinbegeben. Okay, passt auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich habe von hier aus, habe ich irgendwo einen Schrein gesehen. Das haben wir übrigens geklärt, Kollege. Du hast ihn gefunden? Die Quelle hoch am Himmel war tatsächlich im Himmel. Du bist durch Lichträder geflogen und ein Schrein erschien. Das ist ja einfach. Ich gratuliere dir einfach. Großartig. Okay, es ist nur Gelaber, wahrscheinlich ja, ne? Ja, danke fürs Gespräch. So, wo habe ich denn diesen anderen Schrein jetzt gesehen? Ja, genau da. Perfekt. Dann lösen wir den nämlich gerade noch aus. Ja, der ist tatsächlich einfach so da. Ein einfach so da Schrein. Okay. Machen wir aber beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.